So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Subnautica. Wir sind hier in unserer Base letztes Mal stehen geblieben. Eigentlich habe ich nicht so wirklich einen Plan für diese Folge. Ja, mal schauen, was wir machen. Erstmal checke ich mal alles ab, was wir hier so am Start haben. Das ist noch alles voll. Ich habe Wasser. Okay, ich habe Wasser. Hier haben wir natürlich den Scanraum. Wir könnten an der Base zum Beispiel weiterbauen. Aber irgendwie... Vielleicht sollten wir wieder mal auf eine Deckungstour gehen. Haben wir denn noch irgendwas, was wir noch nicht hier in den Signalen, was wir noch nicht hatten? Rettungskapsel 13. Ja, genau, die haben wir letztes Mal. Genau. Dort können wir auf jeden Fall hingehen. Und diese Wracks können wir auch mal abchecken. Ja, doch, machen wir das doch so. Ich würde sagen, wir machen zuerst die beiden Wracks und dann. Mach die mal gelb. Und dann, ja, dann werden wir noch Zeit haben, die Rettungskapsel. Es wäre halt super, wenn wir eine Modifizierungsstation dort bei den Wracks finden würden. Oder das eine, wie heißt das? Ein Lebensform-Zuchtbehälter oder wie das heißt. Ja doch, das müsste sein. Hier haben wir irgendwas Neues. Da. Glastisch und Abfalleimer. Schön. Brauchen wir aber nicht. Gut. Inventar, wie sieht's aus? Was haben wir so? Können wir eigentlich alles mitnehmen? Kreislauf. Ja, komm. Das ziehen wir mal an. Und den anderen tun wir uns hier rein. In den Frachtraum. So. Batterie passt eigentlich so an sich überall. Außer, glaube ich, beim Seegleiter, das ist ein bisschen wenig, 35%. Deswegen nehmen wir nochmal zwei Batterien mit. Vor allem wegen dem... Ja, wir haben gerade zwei genug. Gut, sehr gut. Messer nehmen wir natürlich auch mit. So, und zwar eine auf jeden Fall noch für den Laserschneider oder wie der heißt. Weil der hat zwar fast volle Batterie jetzt, aber ich könnte mir vorstellen, bei dem Wracks, den können wir sehr viel gebrauchen. Und der braucht ja auch sehr viel Batterie. Hier, das ist alles fertig gewachsen, ist auch cool, aber das machen wir später erst. So, jetzt, wo sind die... Dort. Die Bojen. Gehen wir erstmal zu Wrack 2. Das ist ja das Neuere, was wir gefunden haben, sozusagen. Witzigerweise, als wir auf dem Weg waren zu Wrack 1, war das, glaube ich. Hier ist Metallschrott, cool. Eieiei. Okay, mach hier fast einen Abgang. So. Mit unserer wunderbar gefärbten Seemotte sind wir hier unterwegs. Schön wäre es natürlich auch irgendwie den Zyklop fertig zu kriegen oder den. Den. Wie heißt das schon wieder? Den Krebs. Wäre natürlich auch schön, könnte man sich vornehmen, aber eins nach dem anderen, kennt's ja. Alles auf einmal. Oh, Strahlung. Oh Gott. Warte mal, da muss ich schnell hier raus. So. Hier sind Haie, das ist auch nicht so geil gerade. Strahlung und Haie umkreisen mich. Nicht so nice. So. Oh Gott, wieso? Ich fliege hier genau die Kante entlang, Alter. Gibt's doch nicht. So, okay, dann gehen wir kurz raus und holen den anderen Helm. Okay. Das passt ja. Dann wechseln wir schnell. So, und den machen wir dafür da rein. Das Problem ist dann ohne diesen anderen Helm, den Tauchhelm, ist natürlich schwieriger, dort Sachen zu bergen, weil ich kann nicht so lange tauchen, aber damit müssen wir halt klarkommen. Das sollte auch machbar sein. So, und dann schauen wir mal. Wir können ja mal das benutzen hier, weil wir cool sind. Und da ist das vierte Wrack. Mhm. Mal schauen, was wir dort finden. Bin ich schon gespannt. Ah, obwohl, hier passt es noch, weil hier gehen wir nicht tiefer als 100 Meter. Sandhaie sind hier dabei. Müssen wir aufpassen. Hier liegt Metallschatz. Wir umkreisen erstmal kurz, schauen, was hier in der Umgebung ist. Ja, und dann
Sieht ganz gut aus. Sicher sieht's es sieht relativ sicher aus, nur ein paar Sandhaie. Aber die sollten nicht das größte Problem sein. Doch diese Lags, die zum Beispiel jetzt gerade anstehen, die sind mehr ein Problem. Ja, hallo, wäre es auch irgendwann? Danke. Wieso lags denn jetzt so stark? Was ist denn? Komisch. Wo ist mein Scanner? Wieso habe ich... Habe ich den Scanner weggelegt? Nee, jetzt erzähl mir doch nichts. Oh Gott, alles für die Katz. Und zurück den Scanner holen. Heieieiei. Ach. Ich habe einfach den Scanner rausgelegt. Natürlich, wie kann man es anders? Wie kennt man es anders von mir? Gar nicht. Alter, bin ich verpeilt. Wahrscheinlich, als ich das Messer zurück reingelegt habe. RIP. Los, Motte, flieg schneller. Wir müssen unseren Scanner holen. Yay. Gut, Sonntag. Stromschlag, die Opfer. Das ist halt schon cool. Der Stromschlag gefällt mir. Stirb, Fisch. Stirbt er da? Ne, er stirbt nicht. Das ist interessant. Hoppla. Dabei stirbt er aber. Ja, das können wir gleich mal gegen den Hai hier versuchen. Alter Schöpfer. Ups, da habe ich ein bisschen im Boden. Da haben wir einen fetten Stromschlag verpasst und dann schwimmt er einfach weg. Okay. Schön. Ja. Weniger schön ist aber echt, dass ich den Scheißscanner hier gelassen habe. Das heißt, wann chillen die Sandhaie hier? Nicht die Sandhaie, die normalen Haie, die Pirscher hier. Weg mit dir. Alter. Brutal. Das ist schon heftig. So, jetzt aber Scanner mitnehmen und dann wieder so schnell wie möglich los. Welcome aboard, Captain. So, nein, hier ist er nicht. Nee, das ist irgendwie komisch. Wo ist mein 100% Scanner? Haben wir den hier drin? Nee, sag mir nicht, wir haben ihn hier drin. Ich hasse mein Leben. Alter, why? Why bin ich so dumm? Junge, Alter. Das tut mir jetzt echt leid an alle Zuschauer. Das tut mir wirklich leid. Das war das Dümmste, was ich bis jetzt gemacht habe in diesem Projekt wahrscheinlich. Wow. Erstmal schön nach Hause schwimmen. So, ja, den habe ich zu Hause gelassen, den Scanner. Und dann einfach den Weg zweimal für nix machen. Manchmal stromschocken, weil wir cool sind, weil wir es können. Ich glaube, dass es diese Macht ist in falsche Hände geraten. Dieses Stromschlag-Dinges. Ich weiß nicht, wie das heißt, des Abwehrsystems. Die Frage ist jetzt, könnten wir damit theoretisch auch diese Stromfische abwehren, die wir letzte Folge wahrscheinlich, glaube ich, gesehen haben? Oder vorletzte Folge oder so, in diesem neuen Biom, das wir hatten? Die elektrisch geladenen Fische, könnten wir die damit auch abwehren oder nicht? Wäre natürlich interessant zu versuchen, aber... Ah ja, stimmt, nachher schwimmen wir ja dorthin. Wir können es ja nachher probieren, dort im Leuchtbiom ist es ja. Oh, jetzt habe ich mir Damage gemacht. Bin ich jetzt einfach gegen Stein geflogen. Wieso lagst du so sehr, Spiel? Hör auf damit. Alter. Okay, da. Und jetzt ist das... Na klar, noch mehr Damage fürs Schiff. Easy. Erstmal repariere ich gleich. Ey. Das gibt's doch nicht, wie viel das lag. Hoppla, jetzt bin ich hier gestiegen. So, reparieren schnell. Und jetzt ist halt, das ist halt so scheiße. Wegen diesen ganzen Rumgeblödel von mir. Oh Gott, eine Stachelplatze. Wegen diesen ganzen Rumgeblödel hier.
Wird jetzt auch jetzt Nacht, wenn ich hier drin bin. Und das zackt halt Balls. Jetzt schauen wir mal hier. Stachelpflanzen sind hier. Das ist halt RIP. Aber gibt es ja auch was zu scannen, ist die Frage. Oh Gott. Die will. Schrott gibt's und ich wage mich mal da rein. Nee, es gibt scheinbar nichts. Scheinbar ist da nichts außer Metallschrott. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe da nichts anderes gesehen. Nee, Metallschrott und sonst nichts. Ja gut, besser so. Dann müssen wir nicht, uns nicht mit denen anlegen. Jetzt holen wir schnell Luft. Wo ist denn die Note da? Holen wir nochmal schnell Luft. Und raus. Ich brauche eine Taschenlampe noch im Inventar. Da. So. Aber bis jetzt haben wir noch nichts Besonderes gefunden. Es gab bis jetzt noch nichts zum Scannen, das war schon krass. Hier, was ist das? Laserschneider, egal, wir scannen es halt fürs Titan, wie wir es kennen. Dann weiter. Dort vom Sandhai natürlich aufpassen. Aber das sollte nicht das größte Problem werden. An sich. Ey, es gibt's doch nicht, wie es leckt hier. Was ist das? Scanraum haben wir natürlich auch schon. Und hier geht's rein. Oh, hier läuft Öl oder so raus. Auch interessant. Hier geht's hoch. Oh Gott, ich muss aber erstmal muss ich Luft holen. Genau. Einsteigen. So. Aber hier gibt's auch noch Eingänge, glaube ich. Der Sandhai regt mich gerade auf. Sieht aus, als gäbe es hier auch Eingänge. Oder? Also hier ist ein großes Tor, aber das ist verschlossen. Da ist der Sandhai, vor dem wir schon mal aufpassen ein bisschen. Ah ja, aufpassen, Hashtag. Okay, ne, der... Ah, wie dumm der rumschwimmt. Das ist 10 von 10 lächerlich, wie der schwimmt. So behindert. Wie der da rumkrüppelt. Hm, hier kommen wir nicht durch. Ah doch, wir kommen durch. Okay, easy. Nein, wir kommen nicht durch. Alter, wir kommen jetzt echt nicht wegen... Ah, doch. Nein. Gute, unsichtbare Wand hier. Nice. Not bad. Okay, unsichtbare Wand versperrt uns den Weg. War dann nicht ganz so gut durchprogrammiert, aber das nehme ich dem Game jetzt mal nicht so übel. Was hier... Waren wir gerade hier? Ne, wir waren nicht hier. Ah, doch, wir waren hier. Hoppla. Ja, ich erforsche erstmal hier von außen ein bisschen, damit wir wirklich sicher sind, dass das dort auf der anderen Seite der einzige Eingang ist. Ah, hier ist noch einer. No Signal. Batterieladestation. Schubkanone. Hier ist nochmal ein Eingang. Meistens sind die Eingänge ja miteinander verbunden und ich vermute mal, das ist die Verbindung zum anderen Eingang. Und dann hätten wir schon 3 Stück abgehakt. So, schnell zurück, Luft holen. Vielleicht sollte ich den mal schnell elektroschocken mit meinem Ding, mit einer Seemotze. Egal, nee, ich lasse es mal. Kann ich einfach hier vorbei. Dann gehen wir hier wieder rein. So, und jetzt hier. Ich vermute, das ist der andere Eingang hier. Ja. Okay. Alter, ich sehe nichts mehr. Okay, gut. Das passt. Und hier müsste ich aufschlitzen wahrscheinlich. Oder? Warte mal hier. Wo ist der Laserschneider? Hier. Kann ich das? Nee. Nee, kann ich nicht.
Warte mal, wie komme ich dann weiter? Geht's hier oben irgendwo weiter? Nee. Was hier? Ah, hier kann ich öffnen. Okay. Ja, ja. Normaler Pflanzentopf haben wir, glaube ich, noch nicht. Nee, hatten wir noch nicht. Warte mal, da hat sich gleich. Da war noch mal was zu scannen. Wandpflanzentopf. Oh, interessant. Ein bisschen Wasser. Kann man nichts dagegen sagen. Hier kommen wir nicht durch und dann müssen wir uns hier durchschneiden. Und das machen wir mal schnell und dann holen wir wieder Luft. So. Schön im Jedi-Meister-Style hier durch. Wir kennen es ja. Bis jetzt relativ übersichtlich, dieses Wrack. Okay, und jetzt holen wir ja schon mal Luft. So. Der Sandteil hat also scheinbar auch keinen Bock mehr. Ich mache mal Licht hier aus, brauchen wir nicht. Okay, und jetzt können wir hier weiter rein. Ja. Ah, hier ist das da. Okay, nice. Hatten wir schon. Auch in Ordnung. Hier können wir nochmal scannen. Laserschneider, Wasser können wir nochmal mitnehmen. Können wir auch gleich trinken. Hier können wir nicht durch. Und dann können wir hier weiter. Oh Gott. Hier geht's runter. Hoch geht's nicht. Zum Glück geht's nicht hoch. Denn... Passing 100 meters. Oh Gott. Oxygen efficiency decreased. Mobile Fahrzeugstation Fragment. Batterieladestation Fragment. Hier ist noch was Interessantes. Haben wir auch schon. Was ist das? Mobile Fahrzeugstation, okay. Hier ist ein schöner Schatten von mir. Gleich müssen wir wieder los. Wir haben eh keinen Platz gerade. 30 Seconds. 30 Sekunden. Und wir haben, glaube ich, alles. Jetzt aber schnell raus. Und zwar sehr schnell. Sehr, sehr schnell sogar. Sehr, 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 sehr schnell. Okay, easy. Leben am Limit war gar kein Problem. So. Und was ist hier? Hier auf den oben ist scheinbar auch nichts. Und dann haben wir eigentlich das ganze Wrack, glaube ich, schon erkundet. Das ist krass. Also ist zwar hier echt nichts Neues dabei. Also gar nichts Neues. Krass. Ich hätte jetzt schon irgendwas Krasseres erwartet hier. Das ist ein großes Wrack. Wir packen jetzt mal alles hier rein. Also nicht alles natürlich, aber so. Das ganze Zeug kann man natürlich reinpacken, so viel man kann. Hoppla. Und dann gehen wir zum nächsten. So. Eigentlich sollen wir das Signal wegnehmen. Ich glaube, wir nehmen das mal weg. Die Boje. Dann haben wir die wieder dabei. Und ja. Müssen keine neue craften, wenn wir irgendwas Cooles sehen. Da die Rettungskapsel kennen wir doch schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, das kennen wir schon. Wir haben ja sogar zuerst die Rettungskapsel gesehen, dann sind wir erst zu diesem Wrack gekommen. Und jetzt können wir zum nächsten Wrack. So. Hier ist dieses Pilzbiom. Oh Gott, lag, 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 mega lag. So, jetzt passt wieder. So, und hier. Hier ist ja schon mal nichts Besonderes. Noch ein paar Meter zum Wrack. Das ist ja im Leuchtbiom, was gerade unmittelbar danach kommt. Oh, da ist schon dieser eine.
Einer von denen. Wir können ja mal ausprobieren. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir können den nicht elektroschocken. Interessant zu wissen. Macht auch irgendwohin auch Sinn, denke ich. Das ist interessant. Da unten ein paar so Hühlensysteme sozusagen. Hier geht es runter in eine Schlucht, relativ tief. Na, nicht so tief, es geht. Hier sind wieder diese Haie. Oh Gott, nicht angreifen, Hai. Okay, dann muss ich dich... wir haben ja den Elektroschocker, deswegen solche Haie sollten unserem Schiff nichts mehr anhaben können. Weil wir sie einfach wegschocken. Aber die da könnten uns sowas anhaben. Falls sie denn, sich denn dafür entscheiden, uns anzugreifen. So, und jetzt sind wir beim zweiten Wrack. Oder beim ersten eigentlich, wenn wir es chronologisch anschauen. So. Was find... Wieso werden... Gegen was fliege ich denn die ganze Zeit, dass ich Damage bekomme? Und wieso sind hier so mega Lags wieder? Bin ich gerade gegen meine Signalboje geflogen? Das wäre natürlich ein bisschen lappig. Können wir eigentlich das Innere sehen so? Nee. Oh Gott. Oh, die haben beide schon attackiert. Alter, die haben uns übel Damage gemacht. Jetzt schwimmen die ja schon weg. Und ich muss das Boot hier reparieren. Schnell. So, hier hin. 100 Meter. Wieso hat es jetzt nicht geklappt mit dem Wechseln? Was soll der Scheiß? Sehr schön. So. 100%. So, und jetzt können wir ja. Wir können ja so hingehen zu dem und ihn wieder schocken. Und dann schwimmt er ja einfach weg. Das ist ja auch das Ziel, dass er weg, so weit weg von diesem Wrack schwimmt wie möglich, damit wir hier unsere Ruhe haben. Oh Gott. Wieso? Leg dich nicht mit mir an. Ah, da unten ist noch einer, sie müssen ja auch natürlich ordentlich stoppen. Oh Gott. Oder verfehlen. Oh, warte mal, der hat schon gar keinen Bock mehr. Der geht einfach in die Höhle, ja, Gigi. Weg mit dir. Nee, greif mich. Komm nicht auf die Idee. Ach man, der will nicht. Okay, dann platziere ich mich auf der anderen Seite. Weil ich will halt nicht, dass die, wenn, während ich da drin bin, mir mein Schiff hier kaputt beißen. Das wäre halt blöd. Hoppla. So. Und jetzt schauen wir. Energietransmitter haben wir auch schon. Was hier? Lichtstab, was ist das? Warte mal. Eins von zwei, okay. Was ist ein Lichtstab? Das sah ja aus auf dem Bild wie ein Laserschwert. Gegen ein Laserschwert hat hier nichts auszusetzen, auf jeden Fall. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich ein Laserschwert ist. So, was ist hier? Ist hier irgendwelche Eingänge oder so? Nee. Hier ist noch alles ruhig. Nee, da komme ich nicht hin. Okay, okay. Hier ist ein Eingang. Schwimmen wir mal kurz zurück. So. Willkommen an Bord, jawohl. Hier ist auch kein Eingang, nichts hier.
Das haben wir schon natürlich, das Außenbeet. Und hier ist nochmal so ein Lichtstab. Dann können wir uns das gleich mal durchlesen. Sobald wir wieder Luft holen gehen. So. Nicht unbedingt bisher das, was wir wollten, aber immerhin etwas. Jetzt wollen wir aufpassen, dass es der Hai nicht angreift. Oh Gott, das könnte er aber, wenn er es weiter so macht. Nicht angreifen, Hai. 30 Sekunden. Wo ist er hin? Ah, da unten. Okay. Alles gut. Wir gehen zurück zum Schiff, dann lesen wir schnell durch. Oxygen. Ja, chill. Ich bin hier auf dem Weg. Es geht echt schnell hier unten, wegen der Tiefe. Kann ich hier meinen... Oh Gott. Mein Husten ist ja richtig schlimm gerade. Aber wir lesen erstmal und dann versuche ich mal meinen anderen Helm anzuziehen und zu schauen, ist hier immer noch radioaktiv oder nicht. Lichtstab. Eine tragbare batteriebetriebene LED-Lampe, die einen Bereich von 360 Grad schwach beleuchtet und allen möglichen Oberflächen angebracht werden kann. Faszinierend. Mhm. Schwach beleuchtet ist halt der Punkt, aber 360 Grad ist halt so ein Ersatz für die Taschenlampe. Aber glaub nicht unbedingt notwendig. Ja, wir müssen mal vergleichen. Müssen wir die mal bauen später. Und schauen, wie das so ist. So, kann ich das machen? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, sind wir fast gestorben, aber man muss halt auch mal ausprobieren. Ist ja kein Problem. So. Was greift denn hier an? So, jetzt schauen wir mal. Gibt's hier noch außen irgendwas? Hoffentlich ist er halt ein bisschen weggeschwommen. Ah ja, scheinbar. Okay, gut. 200 Meter ist gar nicht gut. Aber wir müssen halt hier schauen, was es gibt. Vielleicht gibt es was. Nee, ist alles klar. Oder? Ist das ein Eingang? Nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Schauen wir uns hier noch weiter um. Wir können ja noch oben schauen. Ist hier was drin? Nee, nichts drin. Dann würde ich sagen, holen wir noch einmal Luft und dann gehen wir auf diese eine Öffnung rein, wo wir jetzt gesehen haben, dass ein Eingang ist. Da, hier vorne war das. Dann parken wir uns aber die Seemotte auch davor. Hoppla, fast dagegen geschwommen. Wo ist der Eingang? Der war hier irgendwo. Da ist er. Dann parken wir hier. Der Hai ist relativ nah. Ich parke ein bisschen weiter. So, so ist gut. So fühle ich mich doch ein bisschen sicherer. Und jetzt schauen wir mal da rein. Wasser. Die können nicht scannen. Okay. Was ist das? Modifizierungsstation, warte mal, ist das, was ich brauche? Ja, Halleluja. Geil. So, das ist genau das, was wir gebraucht haben. Jetzt können wir, glaube ich, so viele neue Sachen machen. Und also, wirklich viele. Schöner Pflanzentopf, auch toll. Genau, was wir brauchen, natürlich. Nicht unbedingt, aber kann ja auch nicht schaden, einen schönen Pflanzentopf zu haben. Wieso nicht? So, und jetzt machen wir wieder ein bisschen Tempo
holen nochmal Luft und dann gehen wir weiter runter. Wir haben nochmal einen Durchgang gesehen. Es ist schon dunkel geworden hier. So, Licht an bei der... beim hier Teil. Ist 200 Meter, kommen wir wahrscheinlich runter. Oh nee, das ist so schlimm. Ich check nix. Check halt straight up nix. Nee. Das ist das Grauen. Ich sag euch was, ich werde hier trinken. Haben wir. Wir müssen schnell machen, wir müssen schnell machen, wir müssen schnell machen. Hier gibt's nix. Oh Gott. Krieg schon Panik. Modifizierungsstation. Und dann hier. Das ist wahrscheinlich das, was uns am meisten was bringt. Verstärker Tauchanzug. Verstärkter Tauchanzug. Und wo geht's zurück? Hier war's doch, oder nicht? Okay, nicht paniken. Doch, paniken. Hier durch. 30 seconds. Ah, RIP. Ich sag da nur, Rest sind Peperonis. Haben wir's? Oh. Wow. Alter. Das war sauknapp. Das war wahrscheinlich die letzte Millisekunde oder so. Leck mich fett. Ich gehe da sicher nicht mehr rein. Alter Schwede. What the fuck war das krass. Also ich muss erstmal runterkommen. Boah. Also ich habe jetzt echt gedacht, das wäre vorbei. Das war halt echt die letzte Millisekunde. Alter, leck mich fett, war das krass. Okay, das war intens. Das reicht mir erstmal fürs Bergungstauchen hier. Wir gehen erstmal zurück zur Base. Alter, scheiße. Hier sind ein paar Haie. Hoffentlich suchen die keinen Stress. Alter, war das krass. Okay, irgendeiner will. Okay, der hat verfehlt. Okay. Aber das war gerade... Boah. Das war gerade wirklich zu viel für mich. Wow. So, diese Wracksekunden ist halt echt sowas von intens. Vor allem mit diesen... Ohne diesen anderen Helm, den ich da habe. Ist das halt so schwierig, also mit, weil unter 100 Meter kriege ich ja übel wenig, so geht die Luft ja viel schneller weg, ich kann nicht mehr reden. Und unter 200 Meter ja noch viel schneller. Und das ist halt echt verhängnisvoll. Wohin gehe ich eigentlich? Dahin muss ich. Das ist halt wirklich verhängnisvoll. Aber jetzt mit der Modifizierungsstation weiß ich ganz sicher, dass wir ein Dings, eine Tauchflasche mit mehr Luftkapazität machen können. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es wäre halt mega geil, so einen Helm zu haben, der gegen Strahlung resistent ist und diesen Effekt von meinen anderen Helmen hat. Also, dass ich unter 100 Meter nicht mehr Luft verliere. Das wäre halt richtig nice. Aber mal schauen, was die Modifizierungsstation da so zu bieten hat. Da müssen wir uns erstmal umgucken. Aber das machen wir erst nächste Folge. Ich würde sagen, während ich hier zurück noch zum Zurückfahren bin, können wir ja schon abmoderieren. Ja. Nächste Folge auf jeden Fall bauen wir die Modifizierungsstation und so weiter. Und dann schauen wir echt, was wir dort verbessern können. Das ist halt ganz wichtig, dass wir dort uns richtig hart upgraden. Und dann schauen wir... Ich denke, wir gehen weiter zu diesem Story da, Rettungskapsel 13, zu der gehen wir und schauen mal, was dort abgegangen ist. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Gott, nicht. Oh Gott, ich bin reingefahren. Ja, egal. Tschüss. Welcome aboard.